Es ist mal wieder Männertag, ich fasse es einfach nie. Ja, theoretisch fasse ich es schon, aber ich fasse nie so ganz, dass es diesen Tag noch gibt. Also das ist ja wirklich ein Skandal. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall zusehen, dass dieser Tag also schon skandalös zelebriert wird, indem wir uns hemmungslos zusaufen, asozial rumpöbeln und naja, ich werde mir jetzt diese Pizza reinschmeißen, beziehungsweise reinficken. Eieiei, das ist wirklich. Ja, heute geht es auf jeden Fall nach Tschechien. Wir werden auf jeden Fall, zumindest ich, die Kontrolle verlieren und darum geht es im Endeffekt nur an diesem Tag. Warte mal, du kannst den Beutel da hier rein. Es gibt jetzt erstmal Frühstück für die Herren. Ja, Pumpernickel. Willst du es fressen? Das ist, sobald der Mann so einen verdammten Beutel. Das ist ja schon voll. Das ist geht die quer hochkant rein? Pumpernickel. Naja, bist du Pumpernickel? Nee, ich bin nur Biertrinker. Ah. Ich bin Pumper. Seid, bist du ein bisschen Pumpernickel? Zum Frühstück. Das ist aus der Fanpost. Und ich dachte mir so, ja, heute ist eigentlich der perfekte Tag, um diesen Müll zu fressen. Pumpernickel. Tim, dein, komm her, ich will dich füttern. Willst du auch noch einen Pumpernickel? Ja, warte mal. Dankeschön. Ja, kriegst du ein bisschen Pumpernickel. Ja, genau, bedient euch, jawohl. Ja, bitteschön. Hier kommen schon die Nächsten. Ja, die freuen sich. Kannst du damit nicht machen. Ja, das stimmt, das ist eigentlich nur Vogelfutter. Das ist das schlimmste deutsche, ja, was auch immer das aber, ist. Aber wir sind die. Ja, Junge. Geil. Ja, die verfickten Tauben. Ich habe erst überlegt. Es war Zeit für den ersten Schluck, Pfeffi. Es war Zeit. Wir müssen heute auch ein paar Musikvideo-Szenen aufnehmen. Ja, ich habe ein neues Musikvideo parat. Ja, das wäre auch ein guter Song. So, ja, so Prost. Es ist 9.09 Uhr. Prost aufs gute Leben. 9.09 Uhr. Gute Paterwein. Wenn du nicht schläfst die Nacht, ist es auch nicht 9.09 Uhr. Dann ist es immer nach 16 Uhr. Jetzt muss ich hier nochmal hinfahren. Wenn ich einen Rollstuhl vergessen habe für einen stabilen Olaf. Einen frohen Männertag, ihr Schwänze. Den sein Bein ist irgendwie am Verfaulen. Und irgendwie kann der kaum laufen. Und der hat halt in die Runde gefragt, ob jemand einen Rollstuhl hat. Und ich habe tatsächlich ihn. Vom Professor Dr. Bernd Hindert. Also das kann ja nur ein guter Tag werden. Was ist das denn? Na, das ist der Rollstuhl, den ja, wir bei ja, also seit ich in Dresden bin. Der stabile Olaf braucht ihn dann? Na, ist mein geistiger Gesundheitszustand genau das hier. Das ist es. Servus, frohen Männertag. Servus, frohen Männertag. Was machst du heute? Ich gehe jetzt erstmal zum Erik und dann machen wir uns fit, weil ich bin 5 Minuten schlafen gegangen. Ja. Und habe dann heute Morgen erfahren, ja, dass ich die Pläne dahingehend geändert habe, dass man nach Bad Schandau eine Wanderung machen. Ja, das ist eigentlich seit Wochen schon abgesprochen, aber man lebt im Chaos, man lebt im Chaos. Ach, nee. Geil. So. Mein Mann ist neu in der Stadt. Möchtest du eine Spritztour fahren? Klar, lassen Sie sich nicht. Na dann los. Ich bin noch nie Rollstuhl gefahren. Ach so. Mein erstes Mal. Dieser Tag ist jetzt schon wieder so grotesk. Und wie ist es? Ja, muss wieder aufstehen. Wir müssen jetzt eine Szene für das Musik wieder trennen. Okay, wir wirklich hart arbeiten. Okay. Der Mann sieht süß aus. Danke. So, die Szene wurde gerade gedreht. Ist jetzt, ey, wie spät haben wir es? Scheiße, es war ein bisschen. Es ist alles sehr früh heute. Aber ich denke mal, der Sinn des Tages ist einfach, sich so früh wie möglich zu vergiften. Denn das Gift sind ja im Endeffekt wir. Wir sind ungeimpft. Du hast es verdient, belästigt zu werden. Du hast es verdient, belästigt zu werden. Du hast es verdient, belästigt zu werden. Jetzt komm her. Jetzt komm her, du Schwein. Jetzt komm her. Du hast es verdient, belästigt zu werden. Nein, 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 mir entkommst du nicht. Die Taube, ja, die Taube. Ja, ja, da hoffe ich, da. Legt natürlich noch eins drauf. Also, das ist wirklich. Naja, also
das meiste, was ich an dir mag, ist immer noch deine Glatze. Die pflegst du gut und Ja, warum packst du die ein? Ich dachte, du nimmst jetzt mal einen Schluck davon. Aber gerade. Du hast gerade. Aber es war nie auf der Kamera, das zählt nie. Später. Nee, nee. So? Das zählt nie, es war nicht auf der Kamera. Frühstück. Ach komm. Ja. Das wird an die Tauben verfüttert. Hey, hör als Strafe, dass hör du jetzt... Karl auf Pfeffi. Ja. Alter. Zum Glück habe ich eine zweite Flasche mit. Viel im Arsch. Warte, muss ich aber noch nachspielen. Das war ekelhaft. Oh. Alter. Los, setz dich rein. Setz dich rein. Ich habe den extra für dich mitgebracht. Mit deine Gammelbeine Ruhe finden. Alter, guck dich die Scheiße mal an. Junge. Der Fahrstuhl ist defekt. Oh nee. Wie soll man jetzt die Treppe hochkommen? Ach Scheiße, los, Abmarsch, Abmarsch. Der Zug kommt ein paar Minuten. Los. Ey, Scheiße, wie kommen wir jetzt hier hoch? Wie kommen wir jetzt hier hoch? Der Kira. Wir haben es geschafft, er ist oben. Ich lieb dich so. Gerade in den Hof. Bis du schreist und scheißt den Arsch auf denen blutige Tränen. Jetzt auf den Finger bitte von dem Lautsprecher, sonst muss ich ihn dir brechen. Wir sind aus dem Zug raus, weil... Weil man hat uns gestört. Auf welche Art und Weise hat man uns gestört? Man hat uns nicht feiern lassen. Dann nehmen wir lieber den nächsten Zug. Ganz einfache Sache, die Musik wird nie ausgemacht. Geil für immer! Ich bin geil für immer. Ja, ich bin wirklich geil für immer. Du bist der Geilste. Alter, Alter! Ja, stimmt, sauf doch mal, du verdammtes Stück Scheiße! Wenn ich komme, dann komme ich in die Fresse. Ey, du sollst, Alter, wenn die Kamera läuft, dann muss einfach noch gesoffen werden. Ja, das soll, da mischt er hier irgendeine Scheiße. Peppi muss da rein. Was los denn jetzt hinter mit dieser Brühe? Na komm, hör doch auf. Meine Fresse. Wir müssen heute alle komplett abstürzen. Verstehst du das? Verstehst du das, Verstanden. Bitte schön. Ich dachte, du willst trinken. Hey, die zweite Flasche. Aperitif. Aperitif. Komm. So schön. Schön war die Zeit. So schön. Schön war die Zeit. Schön war die Zeit. Ich hoffe, meinen Pfeffi. Denn er schmeckt mir so gut. Ich soffe meinen Pfeffi. Ich soffe meinen Pfeffi. Gefühle, die du niemals beschreiben warst, die gibt es nicht. Der Mann ist bereit. Irgendwo
sein. Wir wollen sie überall. Unterfickt und geistig behindert. Fick der Rollkopf. Ja, weil du so ein Max bist, Alter. Ey, Christian Bale, der hat wirklich nichts gegessen in dem Film Der Maschinist. War ein sehr guter Film, den kann ich dir empfehlen. Die geht noch. Perfekt und geistig behindert. Und perfekt und geistig behindert. Und perfekt und geistig. Der Zug! Jawoll! Wir fliegen nach Hawaii. Baby, lass uns hinfahren. Du kannst mir vertrauen. Wir tanzen durch die Menge. Leben wie im Traum. Baby, lass uns hinfahren. Du zwei, lass uns hier verschwinden. Wir fliegen nach Hawaii. Bald wird zu bis früher. Witzig, ich könnte laufen machen. Du musst so eine Tier trinken. Ja, ja, passt keiner mehr rein. Kokain für alle! Kokain für meine Oma! Die Schlampe! Wenn du das Wort noch einmal sagst, dann werde ich deine Familie versorgen. Die Wanderung hat mich kaputt gemacht. Aber wo ist der? Mit dem Platz in der Wanderung? Wo ist denn der ehemalige Rollstuhlfahrer? Der läuft hier irgendwo herum. Ey, das kann nicht wahr sein. Das macht mich so wütend. Warum hat er den Rollstuhl verlassen? Gib mir die der Lehne. Der läuft. Gib mir die Lehne. Ich hab mal was in der Mitte. Du kannst mal ein Croissant essen. Was für ein Croissant? Ja, das stimmt, das stimmt. Das werden wir auch wieder nicht zahlen. So langsam bin ich dich.
Ey, super Fahrer. Wir haben jetzt 12.42 Uhr, sieht mich. Ja. Ich habe gesagt, rein Snooze, dann stand da raus. Warte doch mal! Bis der Verkehr weg ist, okay? Ja. Der stört mich. Jetzt. Wir haben 12.43 Uhr, schiebe, schiebe, Schwein. Halt den Maul! Ich habe gesagt, dass wenn der Sender bis 13 Uhr durchhält, dann gibt es eine Flasche Pfeffi auf meinen Schädel. Aber finanziell gesehen, nicht physikalisch. Also, was willst du jetzt abstreiten, du Heuchler? Dass du noch durchhältst. Du bist ein verdammter Heuchler, denn ich halte nicht mehr durch. Ich bin komplett am Ende. Ich habe die Kontrolle verloren. Soll ich die übernehmen? Ja. Soll ich das irgendwie inhalieren? Allein, dass du diese Frage stellst, bedeutet, dass du mich persönlich nicht gut kennst. Ich kenne dich zu und gut. Ich bin nur mit Leuten befreundet, die mich persönlich sehr gut kennen. Also wenn du eine Freundschaft mit mir eingehen willst, dann eckst du jetzt dieses Bier oder ich blockiere dich bei WhatsApp und bei Instagram. Meine Freundschaft beibehalten. Ich wiederhole mich ungern. So. Sind wir Freunde? Ja. Geil, ich hab dich lieb. Aber was ist jetzt mit der Flasche Pfeffi? Die kriegst du, wenn du in 18 Minuten noch stehst. Echt? Ja. Massive Pfeffi-Pause. Pfeffi-Pause. Mehr, Pfeffi-Pause. Seid ihr fertig oder? Warte doch mal, Hoffi, warte doch mal. Mensch, schneller, schneller. Pfeffi-Pause. Los jetzt! Wir haben echt Termine! Pfeffi-Pause! Geh mal kurz her, warte mal. Was ist los? Schänder schneiden, schneiden. Ich bin zu besoffen zum Schneiden. Ich sag's dir aber jetzt. Ja. Pfeffi-Pause. Gute Frau, das ist ein. Wie geht's mit unserem Rollstuhlfahrer? War nicht mehr gut. Wie geht's mit unserem Rollstuhlfahrer? Kann ich bei dir für eine Nacht unterkommen? Ja, ich bin zurzeit. Und du zerstückelst mich auch nicht. Für Schwanz. Servus, Wichser. Das ist übrigens Tabak. Deutschland gut. Halt dein Maul oder ich fick deine Mutter zu Tode. Ja, komm. Ja, komm mal, einen Applaus. Nee, aber wirklich. Nee. Ey, es war ein Spaß, okay? Alles gut. Der Pfeffi wurde nicht geleert, also... Mir reicht's, Junge. Also mir reicht's. Ich sehe jetzt den Pfeffi und du kannst nicht bei mir schlafen. Ich spende mein Dinger Hotel. Ich sehe jetzt den Pfeffi und du kannst nicht bei mir schlafen. Ja gut, okay, der Becher ist leer. Es war zwar nicht komplett geäxt, aber ich bin ja kein Unmensch. Also, ey, Alter, dafür, dass du nie komplett geäxt hast. Ich habe nach Hause getrunken, was willst du denn von mir? Der Schen hat gesagt, du hast nie komplett geäxt. Ich habe ausgedrückt. Du verdienst den Stuhl. Und zwar nicht den Rollen, sondern den elektrischen. Ey, wieso kippt der Rollstuhl immer? Der driftet da kein Halt. Ja, wo ist denn der Original? Fotze. Niemand will eine Radlerfotze. Wie soll ich das jetzt ins Lidl schaffen? Radler ist eine Fotze. Radler ist eine Fotze. Radler
Was eine Putze. Nee. Trinken, entspannen, hat die gesagt. Wenn ich trinke, dann lösen sich so viele Spannungen, dass ich wirklich zur Erkenntnis gekommen bin, dass Radler eine Fotze ist. Also, wer hat hier einen Radler? Wo ist das Radler? Wo ist das Radler? Wo ist das Radler? Wo ist das Radler? Du hast das Radler. Ich hab das Radler nicht mehr. Wo ist das? Es ist leer. Ich hab zwei Dinger noch. Ist ein bisschen Lachsschinken. Fick dich. Fressen du? Na gut, okay. Geil. Soll ich die Polizei jetzt rufen? Nee. Bitte bezahlen. Ja. Dir dazu. Ja. Noch mehr oder soll ich die Polizei rufen? Ich bezahle das. Bezahl dir das bitte mit, ja. Sonst rufe ich die Polizei. Ja. Ja. Okay. Das habe ich schon gegessen, das würde ich jetzt gerne bezahlen. Ja. Das würde ich jetzt sehr gern bezahlen, weil das hat sehr gut geschmeckt, dieser Lachsschinken. 2,49? Ja, so viel habe ich. Ich habe den Lachsschinken bezahlt. Jetzt ist mal ruhig hier. Nee, du kriegst noch mehr Nudeln. Ja. So ein schöner Mann, unfassbar. Warum haben die das gemacht? Warum haben die das gemacht? Lass uns einfach. Nee. Von Zug oder so, von Auto. Ich habe besser gewinnen. Aber nee, ich habe Angst vor dir. Komm. Mit dir würde ich mich nie boxen. Na, komm. Du bist einfach so ein kolossaler, mächtiger Mann. Komm. Nein, du bist eine Respektperson. Ich habe Respekt vor dir. Boxen. Ich, weißt du bist einer der wenigen Menschen, vor denen ich Respekt habe. Du bist wirklich einer der wenigen Menschen, vor denen ich Respekt habe. Meine Freunde schauen unterher. Manche Leute sind genervt. Das ist geil. Ich ruf noch die anderen zu uns und wir werden immer mehr. Und der Shake zu dem Beat und der Shake Shake. Langsam ist der Zenit erreicht. Der Zenit ist langsam nahe.
Ey, ich muss wirklich zugeben, der Zenit ist langsam nah. Ey, willst du mich noch ein bisschen vor dem Zenit bewahren? Dann sauf noch mehr vor dem. Schänder. Ja. Eine Schokolade und eine Banane. Trink doch bitte. Hoffen, ey, gib mir mal bitte eine Schokolade. Du sagst, ich bin kurz vom Zenit, Alter. Boah, ich bin wirklich kurz. So viel gesoffen. Ich bin wirklich kurz vom Zenit. Bitte rette mich. Bitte rette mich, Arthur. Ja. Du bist doch Arthur der Bengel, also bitte rette mich. Oh, der Mann hat mich gerettet und jetzt gibt's Schokolade. Ich, oh, scheiße. Ich muss noch ein bisschen warten. Boah. Ich warte gleich noch mehr. Der ist es auf und dann. Ich muss echt sagen, ich war schon lange nicht mehr so dicht. Ich hab schon lange nicht mehr so viel Alkohol getrunken. Aber ich muss sagen, das ist so gut. Ich muss sagen, es ist der einzige Weg. Nein, es tut einfach gut so. Es ist der einzige Weg. Psychisch gut. Der Alkohol macht uns kaputt und genau das ist das, das was wir... Das nicht, man muss immer wissen, wie man mit dem Alkohol umgeht und eine positive Einstellung dazu haben. Immer positiv denken. Ah, Junge. Wenn ich in 10 Minuten nicht tot bin, Alter. Die hat er mir gerade geschenkt. Oh ja. Na gut. Mehr Brummel, ey. Ich muss dann gleich noch zum zweiten Hub ansetzen. Also, das will ich. Oh, Alter. Junge, die hat's einfach. Junge, naja, das passiert, würde ich mal sagen, aber es ist auf jeden Fall lustig, dass sowas auch passiert. Weil Unfälle sorgen ja natürlich sehr oft dafür, dass Menschen sich darüber lustig machen und Menschen. Bloggen sie auch, Arthur? Und oh, Junge. Deswegen. Würde ich schon, also da kann man schon mal lachen, würde ich mal sagen. Ja, schon. Also ich bin mittlerweile wieder am Runterkommen und deswegen bin ich psychisch. Ein gewisses Level an Schadenfrohheit ist schon angemessen. Sehr angegriffen. Die Flasche leer. Der schafft ja, das. Also meinem, da ist noch viel Platz hier in dieser Wanne. Das ist wunderbar. Weil einfach fertig ist hier schon. Ach, hier, wo meine Griffe aus. Alter. Oh, Junge! Es kommt wieder raus. Aber Ehrenmann, du hast es geschafft. Du bist ein richtiger. Das Kotzen bitte zensieren. Nee, das war ja kein Kotzen. Ich muss nächste Woche werde ich die. Da muss ich ja meinen Geburtstag danach feiern und da wurde auch ja gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Ja, das deswegen. Aber da gibt es solche Menschen wie dich, die mich immer wieder dazu ermutigen, weiter zu saufen. Das macht ich war ja nächstes Wochenende zu seinem Geburtstag gekommen, aber ich kann hier, deswegen habe ich dir jetzt das Geschenk schon. Alter, das ist wirklich ein Schatz. Aber Menschen wie du machen mich krank, aber auch so glücklich. Es ist wirklich es ist paradox, aber wundervoll. Ein wundervolles Paradoxum. Oh, ich wünsche dir alles Gute. Guck den Film The Whale auch rein. Oh, wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Kamel, ich weiß nicht. Sag dem, wir sind an der Elbe. Wir sind an der Elbe. Im wunderschönen Dresden. Ja, an der Elbe. Wo sind die denn jetzt? Ach, dort da vorne. Ach, scheiße. Wir sind jetzt an der Elbe. Ich habe einfach nur Kopfschmerzen und wir rauchen jetzt einfach ein. Ja, das leg auf und wir rauchen jetzt einfach ein. Wir zünden jetzt einen an. Wir rauchen jetzt. Leg jetzt auf!
Leg jetzt auf, sonst, na gut, dann rauch ich den alleine. Ja, wenn ich gebe ihm Live-Stunden. Nee, du willst nicht auflegen, Alter. Ja. Der hat immer noch nicht auf, jetzt leg auf, Alter, sonst rauchst du nicht. Der Schänder rastet aus. Auf. Jawohl, ja, immer her damit. Ich kriege nie genug Pfeffi, ich muss daran sterben. Also, und ich bin froh, dass ihr mich dabei unterstützt. Alter, Junge. Dazu hinreisen, noch ein bisschen Pfeffi, wenigstens noch ein bisschen. Weil es ist jetzt ja das Zenit. Weg, 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 weg! Nein!